Ich begrüße Sie, sehr geehrte Damen und Herren, recht herzlich hier im Chiron-Pulli des Stabakhauses. Stimmung insgesamt in der Bauwirtschaft ist eine gute. Lohn- und Sozialdumping ist ein großes Thema, ein steigendes Thema. Lohn- und Sozialdumping in der Bauwirtschaft steigt bei den ausländischen Unternehmen. Die österreichischen Firmen braucht man ja nur überprüfen, weil von 100 Firmen haben wir einen Fall, also unter 1%. Ich möchte jedem Menschen überzeugen von einer Vision, saubere Baustelle 2020. Sie schon angesprochen haben, bei grenzüberschreitenden Überlassungen, wenn ich in einer Subkette drinnen bin, hafte ich auch als Auftraggeber für die richtige Entlohnung der dann im Sub eingesetzten Kräfte. Das heißt, ich muss mir sehr wohl überlegen, wen suche ich mir aus und muss ich nicht am Ende des Tages als Bürger und Zahler, um es technisch zu sagen, dafür auch gerade stehen müssen. Es hat keinen Sinn, permanent die Regelungen zu verschärfen. Und die, die es primär treffen soll, und da bin ich mit dem Herrn Muchitsch absolut einer Meinung, es geht im Wesentlichen um Entsendebetriebe, denen kann es egal sein, weil sie im Heimatstaat keiner Verfolgung diesbezüglich ausgesetzt sind. Das heißt, es gibt nicht nur eine Verantwortung für den auftraggebenden Unternehmer, sondern auch für den Auftraggeber. Ein Gesetz allein ändert doch gar nichts. Wir haben diese Regelmaus seit 10 Jahren geübt. Superunternehmer sind mitzuprüfen oder die Angebotsprüfung, davon können Sie ausgehen, werden wir schärfer machen. Ich unterstelle einmal, dass 99% ohnehin, so wie Sie gesagt haben, ordentlich unterwegs sind, aber auch 1% ist bei 26.000 Aufträgen, dann habe ich im Jahr 200, 300, die eben nicht entsprechen und das ist mir zu viel. Und wie wir das greifen, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Grundsätzlich ist es unsere Tendenz, dass wir möglichst Einzelvergaben anstreben. Die Exekutierbarkeit auf der Baustelle, das gebe ich zu, wird dann etwas schwieriger werden. Das ist dann natürlich Sache der Bauaufsicht, dass er das auch mit den jeweiligen am Bau tätigen Firmen dann kontrolliert. Auch im niederösterreichischen Bereich, in Grenznähe, ist es feststellbar, dass hier natürlich enorme Wettbewerbsvorteile sich manche Unternehmen dann schon verschaffen können, wenn sie da mit Partnern aus dem Ausland tätig sind, wo eben diese Bestimmungen nicht eingehalten werden. Es passieren aber auch Fehler ganz normal in der Handhabung. Das passiert manchmal. Einstufung im Kollektivvertrag ist nicht immer leicht. Also wir bewegen uns als Bauindustrie sehr verzögert, vielleicht auch langsamer wie andere Industrien, aber doch stetig in diese Richtung, hier das digitale Modell noch in der Realität umzusetzen. Wir bemühen uns, als politische die Rahmenbedingungen zu schaffen, um eben möglichst effizient natürlich und professionelles Bauen zu ermöglichen. Aber bis zu einem gewissen Grad sind natürlich Wohnbauten schon Prototypen. Wenn wir überwechseln auf Gebäude, die in 10 Jahren absolut abgewohnt ausschauen, dann glaube ich, ist das nicht der Standard, den wir uns hier in Österreich irgendwo wünschen. Weil der Wärmeschutz oder letztlich die gesamte Gebäudehülle, weil ich glaube, es ist festgeschrieben beim Wärmeschutz und bei Fenstern, niedrigere Standards anzulegen. Das bedeutet ja ganz konkret für den Mieter, dass er zwar niedrigere Mieten zahlt, aber höhere Betriebskosten durch die höheren Energiekosten. Und dass wir vorhaben, in der nächsten Bauordnung dann das grundsätzlich weiterzuentwickeln und ein eigenes Landesregister hier zu schaffen, dass wirklich die Energieausweise quasi auf eine neue, höhere Stufe geschaffen werden, was sicher in dem Sinn dem Klimaziel extrem dienlich sein wird. Also, wie ist da der Plan für die nächsten Jahre, dieses TEOSAN-Modell, diese Förderungen fortzuführen? Eher meiner Ansicht nach muss es noch forciert werden, weil natürlich die Klimaziele, die uns vorgegeben werden, ja recht anspruchsvoll sind. Und so gesehen müssen wir uns sicher sehr anstrengen, dass wir noch auf einem höheren Niveau dieses TEOSAN-Modell weiterführen. Uns ist es ein Anliegen, für ein Objekt bereits in der Planungsphase über ein digitales Gebäudemodell durchspielen zu können. Nicht nur, wie wir das ausschauen, sondern auch Schnittstellenanalysen zu machen, hier für die Projekte, also bereits in der Planung Fehler zu vermeiden und dann im nächsten Schritt in der Ausführungsphase über dieses digitale Gebäudemodell zusätzlich Bauzeiten und Kosten zu simulieren. Und da geht es jetzt nicht darum, ob das jetzt schöne Plattenbauten werden oder durchgestylte Architektenhäuser, es geht uns hier um die Wertschöpfungskette der Errichtung.
dass hier aus wirtschaftlichen Geschwindigkeits- oder anderen Überlegungen hier so solche Leichtbauprodukte auf den Markt kommen und auch gekauft werden. Das ist Realität, warum auch immer. Eine gute Kapitalanlage sehen, wenn Sie in eine Wohnung investieren und hier das Geld sozusagen im Safe haben und nicht unsicheren Sparbuch oder unter dem Kopfhäuser.